My name is Julian Garrity, creative director on The Crew, and you're watching Ubisoft DE YouTube channel. Mit The Crew erwartet uns ein Open-World-Racing-RPG der etwas anderen Art. Mit eurem beliebig aufrüstbaren Fahrzeug cruist ihr durch nicht weniger als die gesamten USA und trefft dabei im nahtlosen Multiplayer ständig auf andere Spieler. Wir sprachen auf der E3 mit dem Creative Director von The Crew, der uns noch einmal aufzählte, was wir von diesem ambitionierten Open-World-Racing-Game erwarten können. In The Crew geht es ganz um das Open-World-Fahrerlebnis durch die gesamten USA. Das hat natürlich eine extrem riesige Map zur Folge, doch das ist nicht mal das, was mich am meisten beeindruckt. Mich beeindruckt vielmehr die viele Abwechslung in Sachen Terrains, die wir ins Spiel gebracht haben. Und das ist deshalb so interessant, weil wir es mit den vielen Anpassungsmöglichkeiten gepaart haben. Dadurch entstehen eine ganze Menge verschiedener Fahrabenteuer. Ein Takedown mitten in der City ist demnach etwas völlig anderes als zum Beispiel ein Takedown am Strand von Miami oder mitten im Monument Valley tief im Westen. Mit diesen vielen verschiedenen Möglichkeiten und Umgebungen konnten wir viele völlig verschiedene Szenarien erschaffen. Wir unterscheiden gar nicht wirklich zwischen Singleplayer und Multiplayer. Das, was wir haben, ist für mich ein klares Anzeichen von Next Gen, und zwar eine gemeinsame Welt. Das heißt, du lädst das Spiel, fährst durch New York und jedes andere Fahrzeug um dich herum kann sowohl künstliche Intelligenz als auch ein echter anderer Spieler sein, den du dann herausfordern oder in deine Crew aufnehmen kannst. Auf der E3 zeigten wir den PvP-Modus, und der ist rein auf Wettbewerb ausgelegt. Wir zeigten dafür zwei verschiedene Modi. Das individuelle Deathmatch und Crew vs. Crew. Damit wollen wir ein bisschen Rivalität zwischen den zwei Teams erzeugen. Warum The Crew so besonders ist, lass mich nachdenken. Du hast die kompletten USA, Städte, Straßen, Landschaften, verschneite Berge, Monument Valley, Wüsten, die du alle erkunden kannst. Dazu kommen die vielen Anpassungsmöglichkeiten und vor allem, es ist eine nahtlose Welt, die du zusammen mit deinen Freunden erforschen kannst. Ich wüsste nicht, was man sich von einem Rennspiel mehr wünschen kann. Wenn ihr nun auch Lust bekommen habt, die kompletten USA alleine oder mit Freunden zu erkunden, dann könnt ihr das ab dem 11. November 2014 tun, denn dann erscheint The Crew für die PlayStation 4, die Xbox One und für den PC mit dazugehöriger Companion-App für iOS und Android.